Hallo und herzlich willkommen zu Ihren Maler TV News. Diese Woche mit folgenden Meldungen. Aktuelle Themen des Malerhandwerks auf den Frescolori-Kundentagen. Rückblick auf den 6. Deutschen Fachkongress zur Absturzsicherheit und Ende der Amtszeit für ZDH-Präsident. Auf den Frescolori-Kundentagen Ende Oktober sind aktuelle Themen im Handwerk besprochen und diskutiert worden. Dabei stand die gegenseitige Unterstützung auch in Bezug auf den Fachkräftemangel im Vordergrund. Ja, die Kundentage bei Frescolori sind dafür da, dass man sich kennenlernt. Dass wir einfach unsere Gemeinschaft und unsere Familie leben, weil in der Summe sind wir alle gemeinsam beim Endkunden und wollen da toll präsentieren. Und da ist gut, wenn man Kollegen hat und Partner hat, mit denen man im Eintracht zusammenarbeitet. Ja, wir unterstützen die Maler auch bei der Mitarbeitergewinnung, auch gerade für spezielle Fachkräfte, dass die kommen ins Unternehmen. Und da haben wir einige Möglichkeiten, dabei zu helfen, wie man potenzielle Bewerber findet, die vielleicht nicht wechseln wollen, aber wechseln würden, wenn sie denn wüssten, wie gut es da ist. Ja, also erstmal ganz grundsätzlich sind wir der Überzeugung, wenn sie einfach zu verarbeiten sind, die Produkte, das ist genau das, wo wir sehen, da ist die Zukunft. Wenn wir auch gerade ein bisschen in Richtung Fachkräftemangel schauen, dürfen wir da, und dessen müssen wir uns bewusst sein, auch als Industrie, dürfen wir nicht zu kompliziert werden in unseren Produkten und Produktsystemen. Speziell für den Fachkräftemangel ist es bei uns im Unternehmen so, oder auch das, was wir beim Malerinstitut beobachten, dass es extrem wichtig ist, dass man einfach ein guter Arbeitgeber ist. Gute Arbeitgeber ziehen gute Fachkräfte an, also sprich, man muss einen gewissen Magnetismus erzeugen. Und Thomas Steffens von Digitales Handwerk Rocks erklärte uns, wo die Schwerpunkte aktuell bei der Digitalisierung des Handwerks liegen. Also aktuell gibt es ja solche Themen wie Wandroboter, die dann Tapete mit Wanddruck auf die Wände bringt. Wir haben das Thema der 3D-Scan-Technologien, das heißt also, dass wir Innenräume, Raumgeometrien aufnehmen und digitale Aufmaße erstellen und diese dann auch in die Software einlesen und daraus halt auch BIM-Modelle, Showrooms erstellen. Und wir haben das Thema Mitarbeiterportale, das heißt, dass Mitarbeiter ihre Urlaube, ihre Verwaltung, ihre Klamotten etc. alles über digitale Portale abbilden können und dass hier also ein Großteil der Verwaltung auch entlastet wird. Also einer unserer Fokusse ist halt, dass wir die Firmen in die Cloud bringen. Dadurch, dass wir dann mit einem, ich sage jetzt mal, rechenstarken Server zusammenarbeiten oder mit einem Cloud-Rechenzentrum zusammenarbeiten, ist das Endgerät tendenziell eigentlich egal. Und das führt am Ende dazu, dass wir also da auch, ich sage jetzt mal, Ressourcen, Kapazitäten sparen und grundsätzlich dabei dann etwas einfacher in den Endgeräten werden können. Also Digitalisierung ist ja im Endeffekt kein Selbstzweck, sondern es muss immer ein gewisser Nutzen da sein. Das heißt, Fahrtkosten sparen, Ressourcen einsparen, Server einsparen, Dinge, Kommunikationswege zentralisieren, Kommunikation allgemein zentralisieren. Und diese beiden Begriffe stehen eigentlich nach unserer Auffassung im Einklang miteinander. Ende November hat der 6. Deutsche Fachkongress für Absturzsicherheit in Gelsenkirchen stattgefunden. Dort sollten die Teilnehmer für das Thema Arbeitsschutz sensibilisiert werden. In verschiedenen Vorträgen wurde das Thema Absturzsicherheit mit Unfallanalysen, Rechtsfällen sowie präventiven Maßnahmen beleuchtet. Im Fokus des Kongresses stand auch die Sanierung und Neubeschichtung des Gasometers in Oberhausen. Die wurde 2021 abgeschlossen. Um die Außenhülle des Gasometers zu sanieren, mussten Anbauteile wie Treppen und Ausbläser demontiert werden. Diese Arbeit übernahmen Industriekletterer. Der Gasometer wurde für die Sanierung vollständig eingerüstet. Dafür nutzten die Gerüstbauer ein 30.000 Quadratmeter umfassendes Fassadengerüst. Im Inneren des Gasometers wurden die 24 Fachwerkträger des Daches manuell entrostet. Die Handwerker arbeiteten dabei von einer speziellen Arbeitsplattform aus 110 Metern Höhe im Inneren des Gasometers. Dabei war es für die Handwerker entscheidend, sich gegen Absturzunfälle zu sichern. Die Teilnehmer des Fachkongresses konnten sich im Rahmen einer Exkursion ein eigenes Bild des Gasometers machen. Ja, und es ist entschieden, auf dem Deutschen Handwerkstag in Augsburg letzte Woche ist Jörg Dietrich zum neuen Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks gewählt worden. Die Amtszeit von Hans-Peter Wollseifer endet nach 9 Jahren. Für ihn bleibt das Wichtigste, das Handwerk weiterhin zusammenzuhalten und diese Einheit zu wahren. Er blicke stolz auf Erfolge zurück, wie den Erhalt des Meisterbriefes und seine Idee des Berufsabiturs. Mit diesem können junge Menschen in 9 Bundesländern neben einem höheren schulischen Abschluss gleichzeitig eine Lehre verfolgen.
Jörg Dittrich will daran anknüpfen, indem er sich unter anderem für die Fachkräftesicherung, die Stärkung der beruflichen Bildung, die Digitalisierung und die Modernisierung der sozialen Sicherungssysteme im Handwerk einsetzt. Der 53-jährige Dachdeckermeister und Diplom-Hochbauingenieur aus Dresden ist schon seit über 10 Jahren sowohl regional als auch auf Bundesebene in der Handwerkspolitik aktiv. Ihm gehe es darum, die Interessen des Handwerks zu vertreten und bei der Politik und Öffentlichkeit stark zu machen. Ja, und das war's mit den aktuellen News für heute. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.